Das Baustellenmagazin. Ja, mal wieder ein Video von mir nach langer Zeit. Ja, und vor einem Jahr war ich auch schon hier. Und zwar bei den Tagen der offenen Baustelle. Ja, wir stehen jetzt hier beim Mitteleingang. Und wir sehen, dass hier schon einiges eingeschaltet ist. Ob es betoniert ist, weiß ich nicht, aber das werden wir bestimmt auch noch sehen. Ja, und hier auch noch ein Teil. Ja, und auch mit einem komplett neuen Mikrofon dieses Mal. Ich hoffe, die Tonqualität ist jetzt wesentlich besser als bisher. Und natürlich auch ein kabelloses Mikrofon. So, da würde ich mal sagen, laufen wir mal ein bisschen. Und wenn es was gibt, melde ich mich gleich wieder. So, jetzt geht es erstmal in den Monatsbau. Ja, und hier sieht man noch die alten Gemäuer hier, was hier noch so steht. Ja, schauen wir mal, was wir sonst noch so sehen. Ja, das hier ist die letzte Deckenplatte der Lorsch. Aber ich kann euch jetzt gar nicht sagen, ob die betoniert ist, weil ich im Moment gar nicht so auf den Laufenden bin. Da könnte ich euch die S21 Webcams empfehlen, die ihr auch sehen könnt über IG Bürger, IGA, und die haben da alle Webcams von dem S21 Bau reingesetzt. So, ich würde sagen, ich melde mich gleich nochmal, wenn es was Spannendes gibt hier. Und würde sagen, bis gleich. So, jetzt sind wir hier unten angekommen. Im Bereich der Lorsch. Ja, man kann schon mal die Dimensionen erahnen, wo das mal später hat. Das hier wird auf jeden Fall die Höhe sein, wo man läuft. Also Wahnsinn. Und hier oben dann
ganzen Aussparungen für die Beleuchtung. Ja, das ist so. Bisher gab es nicht so viel zum Film hier. Ein paar Fotos habe ich gemacht, die kommen aber ganz zum Schluss dann. Ja, und hier sehen wir Stahlstreben für das Lichtauge. Und ich denke mal, das wird hier für dieses Lichtauge sein hier. Und wenn es dann wieder mehr zum Sehen gibt, also was Neues, dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder. Aber bisher gab es hier auf dem Dach noch nicht so viel zu sehen. Ich habe ein paar Fotos gemacht, die kommen aber zum Schluss. Also dann immer am besten dran bleiben. Ja, und wenn wir mal ein fertiges Lichtauge zu Auge kriegen, dann halte ich die Kamera wieder drauf, ne? Also Leute, dann sage ich bis gleich. So, nachdem wir jetzt hier auf dem Manfred-Rommel-Platz gekommen sind, habe ich mir gedacht, okay, zum Filmen gibt es ja hier oben nicht sehr viel, dann mache ich einfach mal ein paar Fotos. Ja, jetzt im Endeffekt sind es 3 Stück geworden, was hier auf dem Manfred-Rommel-Platz gemacht habe. Und mal da mal schön Pause. Wir sehen hier dieses Stahlrohr, wo dann praktisch hier auf die Hutze aufgelegt wird, also praktisch oben, das sieht man jetzt hier nicht im Bild. Und für was diese Metallplatten mit den Schraubgewinden oder mit den Gewindestangen sind, weiß ich leider nicht. Das kann ich euch leider nicht sagen. Also wenn es jemand weiß, darf er es gerne sagen oder reinschreiben in die Kommentare. Ja, und dann wissen wir das alle. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Bild. So, hier sehen wir jetzt, wie hier die Lichtaugen entstehen. Hier kann man schemenhaft sehen, wo das Lichtauge installiert wird. Das wird jetzt im Moment, also die Stahlkonstruktion, sage ich mal, von dem Lichtauge wird jetzt im Moment noch hier von den Spanngurten gehalten, rechts und links. Und wenn die dann zusammengeschweißt sind oder zusammengeschraubt sind, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Ich wollte jetzt den Mann auch nicht
Löcher mit meinen Fragen, weil da standen so viele Leute rum. Weiter unten beim Südeingang. Dass ich das jetzt leider nicht gefragt habe. Ja, tut mir leid. Aber vielleicht haben wir nächstes Jahr nochmal die Chance. Dann werde ich das dann mal für euch auch erfragen. So. Also, hier sieht man auf jeden Fall mal einen Teil von dem von der Stahlkonstruktion für das Lichtauge. Dann gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, das sind jetzt nur drei Bilder, was ich hier von oben drauf gemacht habe. Ja, und hier sieht man dieses Stahlrohr, das jetzt schon mittlerweile angebracht wurde, glaube ich sogar. Und hier diese Stahlkonstruktion für die Lichtaugen. Also für die Glasscheiben praktisch, ne? Wie man die einbaut, da werde ich mal noch ein Video mit reinsetzen von der Bahn. Ja, ich würde sagen, das war jetzt mal. Das Bild. Oder die drei Bilder von Manfred Trommelplatz. Ja, und da würde ich sagen, gebe ich jetzt mal wieder zurück zum Video. Und dann sage ich bis gleich zur nächsten Fotogalerie. Und zwar von der Bahnsteighalle. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier unten. Ja, und hier sehen wir jetzt die Stahlträger für die Verteilerebene. Und da habe ich schon ein paar geniale Fotos geschossen für euch. Aber ich wollte euch das Ganze ja nicht einfach nur so präsentieren, sondern auch mal per Video. Ja. Also sieht schon mal sehr gut aus und ich würde mal sagen, das ist der Mittelsteg hier und mal gucken, ob ich durchkomme. Ja, hier vorne haben wir den Notsteg. Jetzt bitte nicht ärgern, wenn es ein bisschen wackelt. Ich filme gerade ohne Stativ. Aber ich versuche natürlich für euch so ruhig wie möglich zu halten. Ja, und ich würde sagen, wir laufen jetzt hier einfach mal, der Peter und ich. Und schauen wir mal. Ja, übrigens, ich habe mich gerade mit dem Mann unterhalten. Wer das alles bezahlen soll und so weiter. Ich muss sagen, jedes Lückenhäuschen, jedes Gerüstteil, was ihr hier seht, ist alles in dem ganzen Preis inbegriffen. Ja. Und ich meine, ihr wisst ja selber, was zurzeit alles kostet. Lebensmittel sind teuer, Strom ist teuer, ja, und so weiter. Und so ist es eben auch mit den Baumaterialien. Die sind auch sehr stark angestiegen. Deswegen braucht man sich nicht wundern, warum wir jetzt bei fast 11 Milliarden Euro sind. Ich meine, jeder, der ein Haus baut, gerade zur Zeit, der weiß, was das alles kostet. Ja. Und er würde sich auch über solche Kosten nicht ärgern. Ja, wiederum haben wir uns überhalten,
wann der Bahnhof hier eröffnet wird. Ja, Ende nächstes Jahres gibt es eine Teileröffnung. Aber es kommt immer wieder zur Sprache, dass 2019, ich möchte mal hierbei erwähnen, dass 2012 der erste Bagger hier angefangen hat, was auszuheben. Und man kann das Ganze nicht in 7 Jahren komplett fertigstellen, beziehungsweise in 6 Jahren komplett fertigstellen und dann noch die Testphase einläuten. Das funktioniert nicht. So, hier sind wir auch nochmal Stahlstreben, aber das ist, denke ich mal, für was anderes hier. Ja, das wollte ich mal so mal kurz erwähnen am Rande, weil das immer wieder zur Sprache kommt. Hier. Ja, und dass die Öffnung sich verzögert. Ich meine, dass die Öffnung sich verzögert, ist kein Wunder, weil wie wir alle wissen von unseren Berichterstattungen her, war K1 fast ein Jahr lang armiert und konnte nicht betoniert werden. Es ist ja klar, dass diese Zeit hinterher fehlt. Ja. Und dass man diese Zeit, wo da fehlt, auch nie mehr aufholen kann. Aber dass man so negativ berichtet über dieses Bauprojekt, wie es der SWR stellenweise tut, und ich sage jetzt bewusst mal SWR, weil die sind die Ersten, wenn es hier irgendwo eine Feierlichkeit gibt und ist der SWR hier und hält die Kamera drauf und im anderen Schluss äußert sich der SWR so negativ über dieses Bauprojekt. Also ich muss ehrlich sagen, das stinkt doch echt zum Himmel und kein Wunder, dass hier viele Leute sagen, Lügenpresse und so weiter. Ja, deswegen bleibt mal ein bisschen bei der Wahrheit, tut mal ein bisschen recherchieren, warum das so ist. Und dann wird es auch euch auffallen, dass hier wirklich fast ein Jahr lang fehlt, wo man hat nicht weiterbauen können in dieser Form. So, das wollte ich mal hier mal noch kurz erwähnt haben. Ja, und hier nochmal der Verteilersteg Mitte. Weil das lag mir echt am Herzen und das wollte ich jetzt heute hier mal an dieser Stelle erwähnen. Ich meine, jetzt auch in irgendein anderes Video erwähnen können, aber das muss auch mal gesagt werden, weil so ein ja, so große Medien sich so schlecht oder miserabel über dieses Bauprojekt berichten und dann noch bei Feierlichkeiten die Ersten sein, wo die Kamera drauf hält und dann noch Essen und Trinken abkassieren, das ist echt widerlich.
Ja, ich sage jetzt einfach mal nichts. Genieß einfach mal geschwind so die Bilder und ich würde sagen, ich komme gleich wieder. Und hier unten sehen wir den Verteilersteg Süd. Ja, und dann würde ich sagen, wenn es was Neues gibt, melde ich mich gleich wieder. Bis gleich. So, dann kommen wir jetzt zu den Bildern, wo ich in der Bahnsteighalle bzw. auch von außerhalb gemacht habe. So. Und auch hier, dann haben wir die Dia schon laufen. Das sind jetzt einige Bilder mehr, also jetzt nicht wundern. So, auf dem Dach von der Bahnsteighalle haben wir ja solche Stahlträger gesehen. Ich dachte ja eigentlich, die wären für das Lichtauge, aber jetzt sehen wir, es ist für die Verteilerebene. Also ist das jetzt auch schon wieder berichtigt worden. Ja, ich denke mal, das hier, die Stahlträger, die werden nachher noch gestrichen. Und das hier könnten eventuell die Ösen sein, oder das Gewinde sein, besser gesagt, für das Gestänge. Das dann praktisch so hoch läuft. Weil hier kann man ja dann nachher runter gucken in die Bahnsteighalle. Und hier denke ich mal, in dem Bereich wird man laufen nachher. Ja. Also so denke ich mir das mal. Und der Zwischenbereich hier wird wahrscheinlich dann auch
oder denke ich jetzt mal, mit Beton ausgefüllt. Wenn ich mich täusche, dürft ihr mich gerne auch berichtigen. So, lassen wir mal weiterlaufen. So, jetzt sind wir hier schon ein Stück weiter. Also wir gehen jetzt hier praktisch runter in die Bahnsteighalle. Wir kommen praktisch vom Dach und gehen runter in die Bahnsteighalle. Das ist jetzt alles von der Treppe aus aufgenommen. Und hier sieht man schon weitere Stahlträgerelemente, die hier angebracht wurden. Und man sieht ja auch, wie das um die Kältstützen rumgeht. Und deswegen sage ich ja, dass sie Zwischenräume wahrscheinlich hier dann mit Beton ausgefüllt werden. Also meine Vermutung. Ja, und hier sehe ich gerade, steht auch noch was hoch. Aber ich denke mal, hier werden auch noch Dings eingebracht. Armierungsstahl. So, und hier hat man schon mal einen Einblick in die Bahnsteighalle. Und hier vorne sieht man übrigens jetzt den nördlichen Steg. Das heißt, der Verteilersteg für den Nordeingang, der jetzt auch gerade sich im Bau befindet. Also alle drei Stege sind jetzt im Bau übrigens, ne? So, und hier sieht man nochmal sehr deutlich, also ich denke mal, dass man hier diese Zwischenräume betoniert und dass hier drüber dann eigentlich vielleicht eine Armierungsmatte kommt oder sowas, aber das muss man sehen. Wer da mehr drüber weiß, darf das gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ich denke mal, dass man dann diese Stahlkonstruktion von unten sehen wird, aber nicht von oben. Das heißt, das hier wird alles dann nachher nicht mehr zum Sehen sein, denke ich mal. Aber wenn ich mich hier täusche, mich einfach berichtigen. So, lasst euch einfach mal die Bilder jetzt auf euch wirken. Ich sage jetzt mal nichts dazu. So, und jetzt sind wir hier unten angekommen. Und wir sehen jetzt hier oben, jetzt muss ich gerade selber schon schauen, also den Verteilersteg Nord. Und hier sehen wir den Sonderkelch 24, der einzige Kelch, der andersrum steht. Und wir sehen auch hier sehr deutlich die Öffnung für den Glasaufzug, wo man auch direkt von der Verteilerebene aus einsteigen kann, aber auch einsteigen kann am Nordeingang. Ja. Also wenn man jetzt praktisch auf dem Dach ist, kann man oben schon einsteigen in den Glasaufzug. So. Ja, und da führen dann auch noch Treppen und Rolltreppen runter. Aber die sind logischerweise jetzt noch nicht angebracht worden. So, weiter geht's. Ja, und das hier würde ich mal sagen, das ist jetzt die Unterseite von der Stahlkonstruktion, dass man das dann später hier sieht. Aber da, wo man drauf läuft, praktisch hier oben das hier, dass man das nicht mehr sieht. Ne?
So, da hat mich jetzt der Peter drauf aufmerksam gemacht. Und der Hubert hat mich gefragt, auf welchem Gleis. Ich dachte auf Gleis 1, weil Gleis 1 ist da hinten. Aber nein, die stehen bei, ja, ich sag mal, zwischen Gleis 2 und Gleis 3 sind die ersten Eisenbahnschwellen, sage ich mal, jetzt auch schon angeliefert worden. Und ich denke mal, die werden dann jetzt demnächst wahrscheinlich auch noch hier eingebaut werden. So, ich lasse euch jetzt mal mit den Bildern wieder alleine, bis was kommt. Ja, und hier sieht man, dass hier ein Stück betoniert wurde. Praktisch einfach so ein Ring betoniert wurde. Das ist jetzt am Südausgang. Da sieht man es ja, da geht es rüber zum Südausgang. Und hier um die Kältestützen rum macht man einfach so einen Ring aus Stahl. Ja, und hier sind auch schon die ersten Treppen zu sehen. Und ich denke mal, dass man die Treppenstufen dann später einfach mit Fliesen macht und die Treppen, so wie sie jetzt sind, also jetzt hier die Seiten und die Unterseite einfach lackiert. Denke ich mal. Aber auch hier, wenn ich falsch liege, mich einfach berichtigen. So, ich lasse euch mal wieder mit den Bildern ein bisschen alleine. Hier sieht man, ich gehe gerade nochmal zurück. So, hier sieht man die erste, ja, ich sag mal Strebe, die nach oben geht. Also der südliche Steg hat schon einige Streben bekommen. Und man kann auch schon sehen, wie die dann verlaufen. So. Zu langsam. So, hier kann man sehr deutlich sehen, dass hier das Betonierte direkt zum Südeingang geht. Ich denke mal, das hier wird man dann später noch zumachen, dass man das nicht mehr sieht. Und hier drunter ist übrigens ja, das ist ein Fluchtreppenhaus, weil hier drüben sieht man ja die Einfahrt zum Tunnel. Und hier oben ist der Ausgang von der Südeingang, Süd- Ein- und Ausgangsbereich, ne? So sage ich es jetzt einfach mal. Ja, hier haben sie jetzt eine Konstruktion hingebaut. Ich kann mir jetzt nicht erklären, für was die Konstruktion ist. Wenn jemand weiß, für was das ist, darf er es gerne in die Kommentare reinschreiben. So, hier haben wir nochmal einen Ausgang. Ja, hier haben wir
gehe gerade nochmal zurück. Das ist der Ausgang zum Fluchttreppenhaus, müsste das hier sein. Man kann jetzt schon sehen, wie toll das aussieht. Auch wenn jetzt hier im südlichen Bereich, also im Südkopf, sage ich mal, die Lichtverhältnisse nicht so gut waren. Aber wie toll das Weiß jetzt schon rauskommt. Ne? Obwohl sehr, sehr wenig Licht war. Und hier auch wieder die Streben. Ihr seht ja bloß für einzelne ein paar Strahler aufgestellt worden. Wie herrlich das jetzt mittlerweile aussieht. Ja, und hier noch ein paar Armierungseisen. Dahinter die Eisenbahnschwellen gewesen. Ja, hier ist noch eine Öffnung. Ja, und hier sehen wir diese Streben, wo praktisch die Verteilerstege aufgehängt werden. Also das hier ist das Gewinde, was praktisch in die Mutter praktisch, sage ich mal, in den Verteilersteg eingeschraubt wird. Und das wird dann oben praktisch an der Decke bei der Öse eingeführt. Und da kommt dann praktisch ein Bolzen durch, sage ich mal, wo am Ende eine riese Mutter draufgeschraubt wird. Ja, da sieht man kurz den Peter am rechten Bildrand. Da ist er nochmal in Leibesgrüße. Ja, hier möchte ich mich auch nochmal bedanken an den Peter. Ihr seht ja schon, wo er herkommt, aus Kölle, ne, aus Köln. Der jedes Jahr extra für die Tagt auf einer Baustelle aus Köln anreist, um sich das Ganze hier anzuschauen. Und ich glaube, wir waren jetzt schon das zweite oder das dritte Mal zusammen hier über die Baustelle gelaufen. Und ja, ich möchte mir an dieser Stelle erstmal auch einen riesen Dank sagen an Peter, dass er auch dann extra wartet, bis ich da bin, weil ich kann sonntags erst um kurz vor 10 losfahren, bin um 11:30 rum in Stuttgart. Und er läuft dann in der Zeit außen rum, macht von außen Bilder und tut dann noch frühstücken und so weiter in Stuttgart. Ja. Also da nochmal riesen herzlichen Dank an Peter. Und es ist immer nett, mit dem Peter den Tag zu verbringen. So. So, ich mache da jetzt mal sein Fotoapparat. Ja, und hier nochmal ein bisschen Material. Ja, hier auch noch Material. Ich mache mal kurz das Mikro aus, weil ich muss mir mal kurz die Nase putzen. Hier war jetzt auch nochmal eine Öffnung. Aber lasst euch jetzt mal die Bilder so wirken auf euch. Bis gleich. Ja, da muss ich noch mal ganz kurz zwei Fotos zurückgehen. Also,
Ja, da muss ich noch mal ganz kurz 2 Fotos zurückgehen. Also hier sieht man sehr schön die Galeriefenster, sage ich mal, Galerieöffnungen. Und das hat mich auch so fasziniert, weil so hat man das noch nie richtig gesehen oder richtig aufgenommen, sage ich mal. Und hier sieht man auch mal, wie die Fertigteile speziell für diese Galerie Fensteröffnungen angepasst wurden. Also da auch mal in Riesen Respekt an die Leute, wo das alles hergestellt haben. Ihr seid einfach die Besten und habt echt mal einen Daumen hoch verdient. Und wenn ihr das genauso seht, dann lasst einfach mal an der Stelle für die ganzen Arbeiter, ich sage einfach mal Hashtag Arbeiter, paar Daumen nach oben da, weil die haben es echt verdient, was sie hier alles so auf die Beine stellen, sage ich mal, um das so zu bauen, was die anderen am Computer erstellt haben und dass es dann nachher so geil aussieht. Also wirklich, Hashtag Ingenieur, Planer, also Hashtag Ingenieur, Hashtag Planer, Hashtag Arbeiter, mal Daumen hoch geben, ne? Also wirklich mega, mega geil. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das alle mal so in die Kommentare reinschreibt. Das wäre echt nett. Ja, und hier auch wieder die Galeriefenster. Ja, und hier fängt es schon wieder von vorne an. Das heißt, wir sind jetzt schon wieder mit den Bildern fertig. Ja, das waren jetzt die Bilder von der Bahnsteighalle. Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Also ich fand es echt mega spannend, die Bilder. Und wie gesagt, lasst mal in die Kommentare ruhig Hashtag Architekt, Hashtag Ingenieure, Hashtag Planer, Hashtag Arbeiter. Für alle mal einen Daumen nach oben da. Würde mich echt freuen, weil die Leute, wo da jeden Tag oder fast jeden Tag vor Ort sind, die haben das echt verdient. Ja, jetzt kommen dann noch ein paar Bilder vom Süden, das heißt, wo der Südeingang gebaut wurde. Bau BA 21 müsste es sein. Ja, und da würde ich sagen, schauen wir uns die noch an. Und da würde ich sagen, bis gleich. Und ich gebe jetzt wieder ab zum Video. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich kein Mikro anhabte. Ja, lasst einfach mal Hashtag unter Architekten, Ingenieure, Planer und Arbeiter paar Daumen nach oben da, weil die haben es echt verdient. Ja. Somit sind wir jetzt
bei den Bildern, das waren jetzt eine ganze Reihe Bilder, was ich hier von und in der Bahnsteighalle gemacht habe. Ich hoffe, die haben euch gefallen. Da sind wir jetzt mal durch. Und jetzt kommen noch Bilder vom südlichen Bereich, also bei BA21 ist es, glaube ich. Da haben wir noch ein paar gemacht und oder habe ich noch ein paar gemacht und dann noch ein paar, zwei, drei von den Lichtaugen, wo schon fertig bzw. angefangen wurden. Ja, und die kommen jetzt auch noch gleich. Aber vorab gebe ich wieder ab zum Video und sage bis gleich. So, dann kommen wir jetzt zu den restlichen 7 Fotos, was ich bei der Tage der offenen Baustelle in Stuttgart gemacht habe. Ja, und dazu gehen wir jetzt wieder in die Video- oder in die Dia-Show. Ja, und dann machen wir erstmal hier gleich mal wieder Pause rein. Weil der Bereich hier, der dürfte jetzt mittlerweile unter Garantie schon betoniert sein. Ich weiß jetzt nicht, für was diese Aufkantung, sage ich mal, ist. Also wenn es einer von euch weiß, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Hier sieht man auch schon die ganzen Abstand, Alter. Gut, hier drüben ist noch nichts armiert, deswegen sieht man auch hier nur die Abstandhalter von der Schalung hier unten. Aber jetzt hier vorne ist es schon betoniert, das heißt, da wird dann auch bald die Schalung dran kommen, beziehungsweise das ist ja noch gar nicht fertig. Was erzähle ich denn? Hier liegt ja noch sehr viel Armierungsstahl. Also ich denke mal, das geht bestimmt bis hier vorne hin. Das heißt, da kommt noch Armierungsstahl rein. Weil man sieht ja hier erstmal den Abstandhalter von der Schalung hier. Jetzt endlich. Also da wird was oder ist wahrscheinlich noch Armierungsstahl reingekommen. Wer da genau was weiß, einfach mal schreiben in die Kommentare. So, dann schauen wir mal weiter. Ja, und hier blicken wir jetzt praktisch gerade von der anderen Seite drauf. Also hier sieht man jetzt noch die Armierung. Und hier hinten sieht man die Stahlkonstruktion für die Verteilerebene. Ja, und hier ist dann auch noch ein Schacht mit eingebaut. Ja, und hier sind wir schon am südlichen, an dem südlichen Ende angekommen. Hier sieht man den Fluchttunnel, sage ich mal, vom Eingang Süd zur Haltestelle Staatsgalerie, also Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie. Aber jetzt meine Meinung ist, dass dieser Eingang, wo hier hinten ist, dass der dauerhaft verschlossen ist. Das heißt, dass man nicht von der Haltestelle Staatsgalerie hier durchlaufen können zu dem Eingang Süd für die Bahnsteighalle. Jetzt mein Wunsch wäre natürlich noch gewesen, dass man dann einfach noch einen kleinen Fußgängertunnel macht, praktisch von den anderen Bahnsteige von der neuen Haltestelle Staatsgalerie rüber
zu dem Eingang Süd. Aber leider ist das nicht passiert. Und man muss dann in Zukunft eben von der Haltestelle Staatsgalerie nach oben und dann ebenerdig rüberlaufen zum Eingang Süd. Ja, und hier sieht man jetzt den Eingang Süd. Na, gehe ich nochmal zurück. Hier bei dem Gebogenen, da kommt der Glasaufzug rein. Also auf einer Seite kann man durchschauen, auf der anderen Seite eben nicht. Hat auch Sinn, weil das Ganze wird ja hier später aufgefüllt. Und das wird der ganze Eingang Süd. Und diese Wand hier, was man jetzt hier drüben sieht, die ist einfach nur da für die Eingangskuppel für den Südeingang, der hier dann später noch gebaut wird von der Firma Seele. Also nur mal zum Erwähnen. Die Firma Seele hat übrigens auch das ganze Glas da an der Allianz Arena gemacht. Also wenn jemand Ahnung hat von dem Ganzen, dann die Firma Seele, weil ich habe leider keine Kamera dabei gehabt, das Ganze mal ein bisschen von außen angeschaut. Und ich muss sagen, ich war echt begeistert. Und wie es heute aussieht, alle Achtung, ein Top-Stadion, was da gebaut wurde in München. Ja, und sowas wünsche ich mir eigentlich in Stuttgart auch. Vielleicht kommt das mal noch irgendwann. Aber jetzt bei diesem Umbau in Stuttgart am Neckarstadion, ich sage immer noch Neckarstadion, ich sage auch nicht MHP Arena, wird es leider nicht kommen. So, ja, hier haben sie die Grundierungsfarbe schon aufgetragen. Hier sind sie jetzt gerade dabei oder waren dabei, vielleicht sind sie jetzt mittlerweile auch fertig mit dem Bitumenbahnen aufzutragen oder Handwerkersprache auch Schweißbahnen oder Handwerkersprache auch Schweißbahnen aufzutragen. Andere sagen auch Dachpappe, kann man auch sagen. Aber Fachausdruck ist Bitumenbahnen und Schweißbahnen deswegen, die werden auf dem Boden oder auf dem Dach aufgeschweißt. Ja, natürlich hier an der senkrechten Wand natürlich auch aufgeschweißt, wie man jetzt hier sieht. Ja, und das verhindert eben, dass Wasser eindringt. Und das Schwarze hier oben, das ist übrigens dasselbe wie das hier, bloß in flüssig. Ja, nur, dass ihr es auch mal wisst. Ob das jetzt hier, das Blaue, jetzt auch Bitumen ist, kann ich euch nicht sagen, aber wenn es jemand weiß, darf er es gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Aber ich denke mal, das dürfte wahrscheinlich auch Bitumen sein. Bloß halt in Blau. Ja, aber macht ja nichts. Ne? So, jetzt sind wir hier schon bei einem Lichtauge angekommen, wo jetzt das Lichtauge praktisch die Stahlkonstruktion, also hier sieht man auch, dass sie verschraubt sind, wenn ich es richtig sehe. Oder ist das jetzt bloß zum Verschweißen?
die Stahlkonstruktion jetzt mal hergestellt wurde, zusammengesetzt, sagen wir es mal so, weil die werden ja auseinandergebaut hierher gebracht, also ein paar Teile, und dann hier einfach zusammengesetzt. Und so sieht das Ganze jetzt dann mal aus, wenn Sie das jetzt mal drin haben. Und übrigens, diese Einhausung ist einfach nur dafür da, dass Sie im Trockenen arbeiten können. Jetzt überlegt mal, es regnet, stürmt, schneit oder es hat wirklich 30 Grad, was vom Himmel runterbrennt. Dann sind sie hier mal wirklich im geschützten Bereich. Und können dann hier auch dementsprechend arbeiten. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Bild. Ja, hier sehen wir schon, dass die ersten Glasscheiben hier schon eingesetzt wurden. Also hier sieht man jetzt auch deutlich, dass die auch, ja, ich sag mal, zusammengesteckt sind. Und das Schwarze hier übrigens, müsste eine Gummidichtung sein, um eben die Scheiben aufzulegen, dass sie keine Beschädigung bekommen. Und hier sind dann schon die ersten drin. Und hier dürften auch schon welche drin sein. Die sind jetzt bloß abgedeckt, wie man jetzt hier sieht, mit Pappe oder mit dünnen Holzplatten, wo dann die Scheiben ein bisschen geschützt sind. Ich habe mir jetzt auch sagen lassen, dass man erstmal großflächig arbeitet, hier bei den Lichtaugen. Das heißt, man tut erstmal hier die ganzen viereckigen Glasscheiben einsetzen, großflächig. Also hier wird zum Beispiel nur eine reinkommen. Hier dann nicht, weil hier ist ja ein bisschen schräg. Also überall, wo es so viereckig noch ist, da wird dann noch speziell ein Glas reinkommen. Und überall, wo es dann so abschrägt, so wie hier zum Beispiel, wo man wirklich kein ganzes Glas mehr reinkriegt, wo man bloß ein kleines Fitzele wegschneiden muss zum Beispiel, das wird alles später gemacht, weil man das Ganze ja dann schneiden muss. Und das wird dann später dann geschnitten und dann eingesetzt. Und dann sieht das Ganze auch fertig aus. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Bild, was ich sehr schade finde. Aber hier sieht man schon mal, wie es hier dann hochgeht. Also hier endet das normale, die normale Schräge endet jetzt hier an der Stelle, sage ich mal. Und dann macht ja das Lichtauge noch einen Schwenk nach oben. Ja, so ein richtiger Bogen nach oben. Und da werden dann so ganz, ganz schmale Glasscheiben eingesetzt. Eieiei. Na, ganz schnell noch einen Kaffee trinken, dass das Versprechen ein Ende hat. Ja, hier wurden dann also praktisch, wie gesagt, diese ganz schmalen Glasscheiben eingesetzt.
Und die wurden dann auch hier gleich durch die Fenster, also durch die Glasscheiben, sind da Löcher eingebaut worden, wie man sieht. Dann hat man die Glasscheiben gleich festgemacht. Und auf diese Art und Weise wird jetzt hier Kelch für Kelch gemacht, bis die restlichen 4 Kelche oder 6 Kelche müssen sein. Müssen, glaube ich, 6 sein. 4 oder 6. Die kriegen ja ein flaches Lichtauge. Und bei den restlichen, ja doch, das sind 4. Bei den restlichen 24 sieht es dann so aus wie hier. Ne? Also bis hierher mit der leichten Steigung und dann ab hier mit der richtigen Steigung, ne? Nach oben. Und dann dahinter geht dann das Lüftungsgitter runter. Und das hat dann auch nochmal die Höhe, wie die Hutzen jetzt, die betonierten Hutzen jetzt sind. Ne? Also es sieht dann wirklich megamäßig aus. Und ihr könnt euch dann auch schon mal drauf gefasst machen, wie das dann nachher aussieht, wenn ihr dann praktisch vor den Lichtaugen steht und dann von außen in die Bahnsteighalle reinschaut. Also das wird bestimmt megamäßig geil aussehen. Und ich kann mich jetzt schon mal, oder ich freue mich jetzt schon drauf, wie es dann aussieht Ende nächsten Jahres, wenn der Bahnhof auch bloß zur Teileröffnung geöffnet wird. Aber das wird bestimmt megamäßig aussehen. Ja, das war's jetzt aber leider schon mit der Fotoschau. Wenn euch das so gefallen hat, wenn ich das öfters machen soll, also praktisch jetzt in jedem Video so machen soll, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare rein. Also Video plus die eingefügten Fotos, dann schreibt es mal in die Kommentare rein, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass auch mal jetzt in der nächsten Zeit, wenn ich wieder für euch zum Film gehe, ja, ich gehe wieder zum Film, das auch zu machen, dann weniger filmen, mal immer so ein paar Frequenzen filmen, und dann halt mehr Fotos machen und die dann mit einsetzen. Wenn euch das so gefällt, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare rein. Lasst mich das wissen. Ansonsten kann ich halt auch mal so ein extra Fotovideo machen, sage ich mal. Und das dann reinsetzen. Aber wie gesagt, euer Feedback ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen, wenn euch diese Art jetzt, was ihr jetzt heute hier gesehen habt, so gefallen hat, dann schreibt das mal in die Kommentare rein, dass ich das weiß. Dann kann ich es auch in Zukunft so machen, wenn ihr das möchtet. Und dann haben wir auch wieder sehr spektakuläre Videos. Und man braucht dann nicht extra ein Video zu machen. Aber wie gesagt, es kommt auf euch drauf an, wenn ihr sagt, hey, das gehört mir so, dann schreibt es in die Kommentare rein, wenn ich das weiterhin so machen soll. Dann wird es nämlich auch weiterhin so machen, wenn die große Mehrheit sagt, hey, das gefällt mir, ich möchte das so haben, dann werde ich das auch weiterhin so tun. Ja. Ansonsten sage ich, danke fürs Anschauen der Fotos. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ich hier zusammen fotografiert habe. Weil ich bin nicht der perfekte Fotograf, sage ich mal.
Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Auflösung war sehr. Oder die Auflösung hat euch gefallen. Wenn ihr auch da Verbesserungsvorschläge habt, dürft ihr die auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, ansonsten gibt's hier nicht weiter mehr viel zu sagen. Also, es hat mich gefreut, für euch bei den Tagen der offenen Baustelle zu sein. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in dem letzten Videoabschnitt wieder, indem ich jetzt wieder zurückgebe zum Video und sage, bis gleich. Ciao, ciao. So, das war jetzt unser Tag hier bei der Tag der offenen Baustelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns wie immer ein Like da und wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, hier unter dem Video könnt ihr ihn jederzeit abonnieren. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und wie immer, was wichtig ist, bleibt oder werdet gesund. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Himmel. Ciao, ciao aus Stuttgart.